Thoraxchirurg behandelt vor allem Erkrankungen des Brustkorbraumes, ausgenommen das Herz. Es kann sich darum Erkrankungen der Schilddrüse handeln, die in den Brustkorb hinuntergewandert ist, oder vielleicht auch um einen Lungenkrebs, das ist eigentlich das Hauptaufgabengebiet des Thoraxchirurgen, oder um Verletzungen der Lunge, die spontan auftreten können, oder auch um Entzündungen, die im Brustkorbraum oder in der Lunge vorliegen, die einer chirurgischen Behandlung bedürfen. Der Thoraxchirurg versucht vor allem mit kameraassistierten, minimalinvasiven Eingriffen so wenig wie möglich der Lunge zu schaden, aber auf der anderen Seite natürlich aus dem Brustkorb zu entfernen, was zu der Erkrankung geführt hat, um einerseits eine gute Diagnose zu erreichen und andererseits natürlich mit der Behandlung auch ein gutes Fortleben des Patienten im weiteren Leben zu gewährleisten. Der Patient ist in unserem Krankenhaus in einem Zentrum aufgehoben. Einerseits wird die Behandlung so weit fortgesetzt, bis er in sein Berufsleben zurückkehren kann oder in seine häusliche Umgebung zurückkehren kann, die er aufgrund der Erkrankung verlassen hat.